Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics, Wettkampftag Nummer 1. Dieser Skilanglauf ist alles andere als das gemütliche Skiwandern beim Kururlaub. Das liegt vor allem an der Strecke. Das ist ein Wettkampf. Bei dem Wettkampf werden viele technische Varianten abgefordert. Also Richtungsänderungen, Schlupftore, Achterlaufen, Stöcke ablegen, Beinarbeit, Tretorgel, dann Anstieg mit Richtungsänderungen, Slalom, Sprungschanze, Bodenwellen, Drehung und ins Ziel. Diesen anspruchsvollen Parcours beherrschen die Schneeländer, ist ja klar, besonders gut. Allen voran Jessica Löschke aus Oberwiesenthal. Sie wird bei den Mädchen in der Wettkampfklasse 3, das sind die 12- bis 15-Jährigen, erste mit 5 Minuten und 52 Sekunden. Also es ist schon cool, vor allem wenn das ganze Team wie bei uns heute so richtig gut war. Wir liegen jetzt in Führung und da ist man schon glücklich. Für die 2 Kilometer brauchen Teamkollegin Linda Schumacher und Karen Weiß 16 Sekunden länger. Dieses Aufeinandertreffen der drei Mädels gibt es aber nicht nur bei JTFO, sondern auch beim DSC Cup, wo die Nachwuchstalente der Republik in 6 Rennen gegeneinander fahren. Der Führende nach allen Wettkämpfen ist dann DSC-Champion, aber nicht alle sind solche Cracks wie die drei hier. Also es ist natürlich schön, dass die sich auch mit beteiligen, auch wenn sie nicht so gut sind und trotzdem hier dran Spaß haben und einfach mitmachen und mitfahren. Und die Platzierung am Ende ist ja egal, Hauptsache man hat mitgemacht und es hat Spaß gemacht. Bei den Schülern mit Sehbehinderung fährt auch ein Weiß mit. Er ist der Bruder von Karen, die gerade Dritte wurde. Hier fährt er im Team mit der kleinen Leonie. Über die 1 Kilometer lange Strecke ist er ihr Begleiter, denn sie hat nur eine Sehkraft von 10%. Da ist eine große Bruderfigur doch ganz gut. Das macht natürlich Spaß, Leonie zu betreuen und ihr Langlaufen auch in so einer durch den Parcours zu laufen und alles macht ja einem selber auch Spaß und dann noch zu sehen, welche Fortschritte sie macht. Leonie wurde dann mit 7 Minuten 3 Sekunden das beste Mädchen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wurden die Jungen auf die Strecke gelassen. Die Jungs, die Wilden. Da ging es richtig rasant zur Sache. Und nicht wundern, diese beiden sehen sich aus gutem Grund ähnlich. Sie sind Zwillinge. Ist doch schon ein wenig komisch, oder? Ja, eigentlich ist es auch nicht groß anders wie mit meinen Kumpels da. Also ja, irgendwie ist es auch lustig. Bei den Hänslers lief es aber heute eher durchwachsen. Während Björn dem eisigen Parcours ganz gut trotzte, haderte Daniel mit seiner Ausrüstung und dann noch ein Sturz. Alles andere als optimal, ja. Und wenn sowas passiert, wird da als Bruder dann auch mal gestänkert? Ja, es ärgert sich dann kurz, aber ich meine, gegen einen Kumpel zu laufen ist ziemlich gleich letztendlich. Na dann ist ja gut. Ganz schön harmonisch alles bei den beiden. Gewonnen hat übrigens Fabian Krämer vom Erich-Klausener-Gymnasium Adenau aus Rheinland-Pfalz. Morgen ist dann noch ein Tag Langlauf, da geht's in den Staffeln richtig rund.